Willkommen zum dritten Teil unserer 16. Vorlesung Maschinenorientiertes Programmieren. Wir schauen uns heute die Dateien in C an zur Motivation. Der Arbeitsspeicher eines C-Programms ist bekanntlich flüchtig. Das heißt, wenn die Anwendung beendet wird, wir die Anwendung neu starten, dann starten wir natürlich wieder im Initialzustand. Also alle Variablen sind wieder so initialisiert, wie sie nach dem linken im Speicher abgelegt wurden. Das heißt, eine Motivation ist natürlich, dass ich Zustände einer Anwendung speichern möchte. Also ich möchte, und Sie sind das gerade bei Apps auf dem Handy gewöhnt, Sie möchten in eine Anwendung wechseln, dann kennt diese Anwendung den letzten Zustand. Also gerade macOS oder iOS-Benutzer sind es kaum gewohnt, überhaupt noch Daten abzuspeichern, weil die Anwendungen im Hintergrund automatisch die Daten ablegen. Aber aus Sicht des Programmierers werden die Daten natürlich in Dateien abgelegt oder in Datenbanken. Das heißt, ein C-Programm selbst kann die Daten nicht halten. Eine andere Motivation ist natürlich, die Daten der Anwendung zu speichern bzw. teilweise auch temporär die Daten zwischenzuspeichern. Also ein schönes Beispiel ist die Videoverarbeitung. Wenn Sie ein 4K-Video verarbeiten, dann haben Sie in der Regel nicht so viel Arbeitsspeicher zur Verfügung. Wenn Sie an 30 Frames pro Sekunde denken, dann müssen Sie nach einigen Sekunden spätestens die Videodaten auslagern. Sie haben also gar nicht so viel Arbeitsspeicher zur Verfügung. Und es gilt auch heute noch, dass der Festplattenspeicher oder der Cloud-Speicher, das ist größer als der Arbeitsspeicher. Das heißt, Anwendungen müssen unter Umständen Daten auslagern, weil sie sonst gar nicht mit der Menge an Daten zurechtkommen würden. Ja, zur Gliederung. Wir schauen uns als Einleitung die Standard-Ein- und Ausgabe an und danach kommen wir zu Text- und Binärdateien. Wir haben das EFA-Prinzip ja schon in Grundlagen der Informatik kennengelernt. Ein Programm in C bekommt eine Standard-Eingabe. Die Eingabe, das C-Programm, wird die Verarbeitung vornehmen und das Ganze über die Standard-Ausgabe, über die Ausgabe wieder ausgeben. Tatsächlich ist es in C so gelöst, dass die Eingabe eine Datei ist und die Ausgabe ebenfalls eine Datei. Das heißt, ein C-Programm bekommt als Eingabe eine Datei und schreibt wiederum in eine Datei zur Ausgabe. Und wir haben zusätzlich in C noch einen dritten Kanal, das ist der Standard-Error-Kanal. Wenn Sie an die Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe denken, dann möchten Sie vielleicht Daten modifizieren. Sie möchten aber nicht, dass irgendwelche Fehlermeldungen dann in den modifizierten Daten drinstehen. Das heißt, dafür bietet C einen zusätzlichen Fehlerkanal. Wir können also eine Datenmanipulation mit einem C-Programm vornehmen. Treten Fehler auf, so werden die in einem separaten Kanal ausgegeben. Und wir können entweder von außen reagieren, weil ein Fehler aufgetreten ist, oder wir können diesen Fehler ignorieren, aber es wird sichergestellt, dass die Fehlerausgabe nicht in den Daten landet, die durch einen Prozess erzeugt werden. Wir können jetzt die Ein-Ausgabe typischerweise schachteln. Das heißt, ein C-Programm bekommt als Eingabe Standard-In, gibt wieder auf Standard-Out aus und ich kann jetzt die Ausgabe eines C-Prozesses in einen zweiten oder sogar einen dritten oder weitere C-Prozesse umlenken. Das heißt, die Ausgabe eines C-Prozesses kann wieder durch einen weiteren C-Prozess verarbeitet werden. Und ich kann auf die Weise Ketten, sogenannte Pipes, bilden. Und das Ganze nennt man dann treffenderweise eine Pipes and Filters Architecture. Das heißt, ich kann Ketten von Verarbeitern definieren. Ich kann eine große Menge Daten durch eine Reihe von Prozessen schicken, die einzelne Modifikationen vornehmen, einzelne Elemente rausfiltern und die weiter verarbeiten. Und all diese Prozesse haben in der Regel dann einen gemeinsamen Fehlerkanal, über den ich den ganzen Prozess beobachten kann. Ja, einfaches Beispiel für Windows- oder DOS-Fenster wäre der Befehl type. Type gibt den Inhalt einer Datei aus und ich kann mit diesem Strich, mit dem Pipe-Symbol, die Ausgabe des Prozesses type in den Prozess more umleiten. More ist eine bequemere Ausgabe, die seitenbasiert arbeitet. Das heißt, More wartet immer auf einen Tastendruck, bis die nächste Seite angezeigt wird. More kann auch Suchfunktionen enthalten. Das heißt, ich kann auf die Weise die Ausgabe eleganter gestalten. Das Beispiel für alle Unix-basierten Systeme wäre der Befehl cat. Cat ist wie type die Ausgabe des Inhaltes und ich leite auch hier wieder auf den
Moore-Prozess um. Das heißt, das Programm Moore dient auch hier der seitenweise Ausgabe oder des Durchsuchen des Inhaltes. In der Regel werden jetzt Standard-In und Standard-Out besonders gehandhabt von der Laufzeitbibliothek. Das heißt, wir haben meistens diese Münzung auf ein Terminalfenster, wo ich eine tatsächliche Tastatureingabe vornehmen kann, wo ich tatsächlich eine Ausgabe in Textform bereits sehe. Das heißt, wenn wir mit C arbeiten und von Dateien sprechen, dann haben wir die glückliche Eigenschaft, dass wir eigentlich das Arbeiten mit Dateien schon sehr gut kennengelernt haben, denn Printf und Scanf arbeiten bereits mit Dateien. Können also ganz einfach das Arbeiten mit Dateien mit Hilfe von Printf und Scanf vornehmen. Ganz allgemein, ich habe mal die drei Varianten oder drei der typischen Varianten von Printf und Scanf dargestellt. Hier mal Printf. Die Funktion Printf gibt standardmäßig eben in die Datei StandardOut aus. Das heißt, eigentlich ist Printf eine Abkürzung der Funktion fprintf mit ersten Parameter StandardOut. fprintf ist die allgemeine Form. F steht für File. Also die meisten Dateifunktionen beginnen mit einem kleinen f. fprintf heißt, gebe in eine Datei aus. Ich übergebe die Datei und danach den Formatstring und die Parameter für die Ausgabe. Und nur noch mal zur Vollständigkeit noch die Variante sprintf. Also sprintf gibt ja in einen Buffer aus. Und die Varianten von scanf. Eigentlich ist scanf ein Aufruf von fscanf mit ersten Parameter standard in. fscanf, also die File-Variante von scanf, liest aus einer Datei über einen Formatstring entsprechende Argumente. Und auch nochmal das Beispiel scanf. Wir können auch einen String formatiert konvertieren. Also hier nochmal dargestellt, printf ist eigentlich der Aufruf von fprintf und scanf eigentlich der Aufruf von fscanf. Die Dateien StandardIn, StandardOut und StandardError werden von der Laufzeitbibliothek geöffnet, bevor das Programm in Main startet. Das heißt, es gibt einen sogenannten Startup-Code in C, der sorgt dafür, dass die Standard-Ein- und Ausgabe und die Fehlerausgabe bereits geöffnet ist. Die Dateien sind global angelegt. Sie finden sie in standard.io.h. Das heißt, in Ihrem Main-Programm sind diese Dateien bereits geöffnet und Sie können darauf zugreifen. Sie merken als C-Programm erstmal nicht, ob die Ausgabe in einer Konsole erfolgt oder tatsächlich in eine Datei. Wir können in der Regel auch in den Terminal-Fenster die Ausgabe umleiten, also einfach direkt die Ausgabe in eine Datei umleiten. Das heißt, das C-Programm nimmt eine Standardausgabe vor und ob das Ganze in einem Terminal-Fenster oder in einer Datei landet, ist quasi unerheblich. Für das Arbeiten mit Dateien heißt es jetzt, zumindest was jetzt das Arbeiten mit sogenannten Textdateien angeht, wir können jetzt schon mit Hilfe von printf oder dann der Kombination fprintf und scanf und fscanf natürlich sofort mit Dateien arbeiten. Wir müssen also gar nicht mehr umdenken, wir müssen nichts Neues mehr lernen. Das Einzige, was wir noch brauchen, ist die Information, wie können wir jetzt noch gezielt eine Datei öffnen, dass wir auf die lesend oder schreibend zugreifen können. Es gibt in C den Unterschied zwischen Textdateien und Binärdateien, also zum Beispiel ein C-Quelltext, hier main.c als Beispiel, ist eine typische Textdatei und main.exe, zum Beispiel das Programmimage, das Image eines ausführbaren Programms, hat natürlich Binärdaten oder die Objektdatei nach dem Übersetzen. Diese Dateien liegen in Binärform vor. Was ist der Unterschied? Ganz einfach, eine Textdatei ist typischerweise in 8-Bit ASCII, also erweiterten ASCII-Standard, kodiert, während die Binärdatei ist byteweise organisiert. Eine Textdatei ist zeilenweise formatiert, das heißt, wir lesen typischerweise die Textdatei zeilenweise ein und die Textdatei hat ein Datei-Endezeichen, ein End-of-File-Zeichen. Wer noch alte Bandmaschinen oder Datenaufnahmen auf Kassetten kennt, das End-of-File-Zeichen war immer ein besonderer Ton, das hat das Ende der Daten markiert. Heute finden Sie auf den Festplatten kein explizites End-of-File-Zeichen mehr kodiert. Es wird meistens über die Dateilänge einfach bestimmt. Das heißt, wenn Sie über die Länge einer Datei hinaus auf die Datei zugreifen, dann wird automatisch dieses End-of-File-Zeichen generiert.
Die Verarbeitung von Textdateien ist zeilenweise, gegebenenfalls eben zeichenweise, wobei ich immer empfehle, zeilenweise auf die Daten zuzugreifen und nicht Zeichen für Zeichen. Das ist ein ewiger Overhead und extrem ineffizient, während bei den Binärdateien das Ganze blockweise funktioniert. Der Versuch, eine Binärdatei als Textdatei zu öffnen, scheitert in C meistens an vielen Dingen. Einmal ist die Länge der Zeile unter Umständen sehr groß, weil kein Line-Feed-Zeichen gefunden wird. Meistens finden Sie auch End-of-File-Zeichen in einer Binärdatei. Das heißt, Sie können sie dann überhaupt nicht vollständig lesen. Man muss also unterscheiden, arbeite ich auf Textebene, dann ist Text enthalten, dann darf kein End-of-File-Zeichen enthalten sein. Das ist eines der reservierten ASCII-Zeichen, der nicht darstellbaren ASCII-Zeichen. Wenn ich mit einer Binärdatei arbeite, dann werde ich nicht zeilenweise darauf zugreifen, sondern ich werde ganze Blöcke lesen oder also zum Beispiel Gleitkommazahlen oder Integerwerte aus einer Datei einlesen. Schauen wir uns zunächst die Textdateien an. Zugriff auf eine Textdatei, ganz kurz hier mal alle Funktionen vorgestellt. Wir müssen natürlich als erstes eine Datei öffnen. Der Zugriff beim Öffnen funktioniert folgendermaßen. Wir geben eine Datei mit vollständigem Pfad an, fragen also das Betriebssystem, existiert diese Datei? Wir möchten lesend darauf zugreifen. Oder existiert dieser Pfad? Wir möchten schreibend darauf zugreifen. Kann eine Datei in dieser Pfad, in diesem Ordner abgelegt werden? Das macht die Funktion fopen. Sie gibt bei Erfolg eine Dateistruktur zurück, bei Misserfolg einfach null. Und wenn die Datei erfolgreich geöffnet wurde, dann sollten wir sie nach der Verarbeitung mit fclose auch wieder schließen. Wir können jetzt zeilenweise einlesen. Das ist die fgets-Funktion. Die haben wir bei der Eingabe von Strings bereits kennengelernt. Das Gegenstück ist fputs, eine Zeile ausgeben. Und zeichenweise könnten wir eben auch mit fgetCharacter oder fputCharacter, also fgetc, fputc arbeiten. Und natürlich können wir nach wie vor mit scanf und printf, also mit den File-Varianten, formatiert einlesen oder formatiert ausgeben. Und zuletzt können wir noch abfragen, ob die Datei zu Ende ist. Das heißt, fiof prüft, ob das Dateiende erreicht wurde. Dazu fopen. Wir übergeben fopen den Dateinamen und Pfad in FileName und wir bekommen als Rückgabewert einen Zeiger auf die File-Struktur bei Erfolg und ansonsten null zurück. Der zweite Parameter, das ist der sogenannte Modus-String, da geben wir an, wie wir auf die Datei zugreifen möchten. Die Zugriffsarten sind ein einfaches R für lesend, ein W für schreibend, ein A für erweiternd. Wir haben noch ein R plus, W plus, A plus als Kombination. Ich persönlich empfehle Dateien nie lesend und schreibend gleichzeitig zu öffnen. Das erhöht die Komplexität der Programme erheblich. Wichtiger Punkt ist jetzt, wie unterscheiden sich diese Zugriffsarten in der Vorgehensweise. Das einfache R bedeutet, die Datei muss vorhanden sein, dann ist die Funktion erfolgreich und Sie können mit den Lesefunktionen darauf zugreifen. Wenn Sie eine Datei mit W öffnen, dann wird die Datei überschrieben. Das heißt, es wird geprüft, ob Schreibrechte in dem Ordner zur Verfügung stehen, ob der Benutzer dort schreiben kann und wenn ja, wird die Datei angelegt. W bedeutet, dass die Datei immer überschrieben wird. Es poppt kein Dialog auf, möchten Sie wirklich da speichern oder möchten Sie die Datei ersetzen. Das passiert nicht, das ist alles, was Sie programmatisch ausprogrammieren müssten. Das heißt, W überschreibt eine existierende Datei. Wenn Sie einen Ordner mit Schreibrechten angegeben haben und einen korrekten Dateinamen, dann wird mit der Option W fopen immer Erfolg haben und eine existierende Datei einfach überschreiben. Das heißt, nach dem Aufruf von fopen hat diese Datei die Größe 0 Bytes und wenn davor etwas drin gestanden ist, ist das gelöscht. Mit dem Modus A können Sie eine Datei erweitern. Das hat die Besonderheit, wenn die Datei nicht existiert, dann wird sie neu angelegt. Wenn sie existiert, dann wird nur ans Ende dieser Datei geschrieben. Man verwendet diese Option ganz gerne, um sogenannte Log-Dateien zu schreiben, also wo ich Statusinformationen ablege, was gerade passiert oder Fehlermeldungen ablege, dass ich das später noch nachvollziehen kann. Es wird also automatisch am Ende der Datei in die letzte Zeile hinzugefügt.
Die Kombinationen Lesen und Schreiben haben die Eigenschaft, wenn ich R+ verwende, dann muss die Datei vorhanden sein. Das heißt, ich will eigentlich primär lesen, ich kann aber auch schreiben. Mit W+ bedeutet, die Datei wird einfach angelegt, wenn sie noch nicht vorhanden ist, wird aber nicht gelöscht. Das heißt, eine Datei, die mit W+ geöffnet wird, behält ihren Inhalt, wenn sie schon vorhanden war. Ansonsten wird sie neu angelegt. Und bei A+ ist im Prinzip, A ist ja eigentlich ein schreibend öffnen. Bei A+ kann ich zusätzlich noch lesend auf die Datei zugreifen. Als zweites kann ich noch den Typ definieren, ob ich eine Binärdatei oder eine Textdatei lesen möchte, wobei das kleine T optional ist. Das heißt, standardmäßig wird eine Textdatei geöffnet. Wenn die Datei binär sein soll, dann muss ich ein kleines B noch mit angeben. Und ob ich das davor, also vor das R, A, B schreibe oder danach, das ist quasi unerheblich. Ich habe mal hier Beispiele, WB, Binärdatei zum Schreiben öffnen, ein AT, Textdatei zum Erweitern öffnen und vielleicht ein W+ T, eine Textdatei zum Lesen und Schreiben öffnen. Es sind in C11 noch zusätzliche Modi hinzugekommen, eben ein Share-Zugriff oder ein privilegierter Zugriff auf eine Datei. Das liegt aber jetzt außerhalb des Kontext dieser Vorlesung. Ja, wie kann ich eine Textdatei öffnen? Hier mal das Beispiel, die Datei readme.txt zu öffnen. Zu beachten ist, dass Sie natürlich gerade unter Windows oder auch unter macOS und inzwischen auch häufiger unter Linux in der grafischen Oberfläche die Dateiendungen häufig gar nicht mehr sehen, weil sie einfach direkt irgendwelchen Applikationen zugeordnet sind. Sie müssen in C natürlich den echten vollständigen Dateipfad angeben, das heißt mit Dateiendung. Also wenn eine Datei nur als README angezeigt wird, ist sie ja häufig tatsächlich mit .txt im System abgelegt. Das heißt, der Dateiname und Pfadname muss exakt dem stimmen, wie er auf dem Rechner zu finden ist. Auch nochmal der Hinweis, was ich in Grundlagen der Informatik ja auch bereits angesprochen habe. Wir sollten immer relative Pfade verwenden, also keine absoluten Pfade aufs System, weil die natürlich von System zu System sich unterscheiden. Das heißt, relative Pfade sind immer relativ zum Verzeichnis, aus dem der Prozess gestartet wurde. Das heißt, wenn ich aus einem Terminalfenster einen Prozess starte, dann bekommt der Prozess das aktuelle Verzeichnis des Terminalfensters als aktuelles Verzeichnis übergeben. Und Dateien, die ich öffne, werden dann relativ zu diesem Pfad geöffnet. Beziehungsweise ich muss einen relativen Pfad zu dem Verzeichnis angeben. Und zuletzt noch die Erinnerung, unter Windows, der Backslash muss escaped werden. Das heißt, in allen Pfaden, wo Sie einen Backslash verwenden müssen, müssen Sie doppelt Backslash verwenden. Wenn FOpen Erfolg hat, bekommen Sie einen Zeiger zurück. Also hier nochmal dargestellt, wir möchten eine Textdatei lesen öffnen. Das heißt, wenn die Datei nicht gefunden wird, dann bekommen Sie Null zurück. Und das Wichtige ist, Sie dürfen natürlich nur auf File-Funktionen, also diese F-Funktionen, zugreifen, wenn Sie einen gültigen Pointer übergeben. Sie dürfen eine Datei, die Sie nicht öffnen konnten, nicht schließen. Also fclose null führt zum Absturz oder fprintf null führt ebenfalls natürlich zum Absturz. Und weiterhin sei noch angemerkt, Sie müssen geöffnete Dateien nach der Bearbeitung unbedingt wieder schließen. Auch wenn wir aus den Zeiten raus sind, wo wir maximal 8 Dateien während eines Prozesses öffnen konnten, es wurde dann auf 40 erhöht und immer weiter erhöht. Trotzdem bedeutet es, dass Systemressourcen blockiert werden. Wenn letztendlich alle Prozesse mit den Ressourcen so umgehen würden, würde Ihr System sehr schnell ressourcenknapp werden und sehr stark ausgebremst werden. Das heißt, nach der Verarbeitung die Dateien immer sofort wieder schließen. Die Dateien sind standardmäßig gepuffert. Wir haben unterschiedliche Puffergrößen, je nachdem, welches Betriebssystem dahinter liegt. Also Windows typisch 512, quasi die Größe eines Sektors auf der Platte. Oder in vielen Unix-basierten Systemen eben eine Speicherseite 4K groß. Die Ein- und Ausgabe erfolgt typischerweise zeilenorientiert. Das haben wir ja schon gesehen. Wir müssen immer Enter drücken, wenn wir eine Eingabe, auch wenn wir nur ein einzelnes Zeichen einlesen müssen, müssen immer Enter drücken, weil erst danach diese Datei übertragen wird, also erst die Information von der Konsole an den Prozess übergeben wird. Ich weise darauf hin, dass wenn Sie mit Hardware kommunizieren, was in der Regel bei allen Betriebssystemen über Dateien passiert, dann müssen Sie natürlich diese Buffer deaktivieren. Es gibt die Funktion setvbuff, mit der können Sie quasi den Buffer einer Datei nach dem Öffnen verändern.
Und wenn Sie mit Hardware kommunizieren, muss dieser eben auf IO NBuf, also No Buffer, gestellt werden. Ansonsten ist eine direkte Kommunikation mit Hardware nicht möglich. Aber auch da sei jetzt hier auf das Buch verwiesen. Wir nutzen ganz gerne diese Buffer bei der Analyse der Eingabe. Wir können nämlich Zeichen auch wieder zurücklegen. Hier mal das Beispiel, ich möchte eine Zahl einlesen und möchte erstmal prüfen, ob überhaupt eine Zahl eingegeben wird. Das heißt, ich kann das erste Zeichen prüfen, schauen, ob es eine Ziffer ist. Wenn es eine Ziffer ist, dann weiß ich, dass eine Zahl kommt. Dann kann ich die natürlich auch erfolgreich konvertieren. Das heißt, ich lege die Ziffer zurück, lese den Rest der Zeile ein und kann das mit R2I konvertieren. Der C-Standard erlaubt, dass Sie mindestens ein Zeichen zurücklegen können. Also UnGetCharacter ermöglicht, das zuletzt gelesene Zeichen zurückzulegen. Und wir können es sogar modifizieren. Das heißt, wir können ein anderes Zeichen in die Eingabe zurücklegen. Und zuletzt das Schließen der Datei fclose. Wir müssen einen Zeiger übergeben, der mit fopen zurückgegeben wurde. Also wir dürfen nicht Standard-In, Standard-Out, Standard-Error schließen. Das kann zu schlimmen Abstürzen führen. Wir sollten auch nicht den Speicher, den wir von fopen zurückgeben, einfach mit free freigeben. Auch das kann zu sehr schweren Fehlern führen. Wenn eine Datei mit fopen geöffnet wurde, schließen wir sie, indem wir den Zeiger unverändert an die Funktion fclose wieder übergeben. Wir können Dateien synchronisieren. Wir haben gerade den Buffer angesprochen. Wenn ich natürlich möchte, dass der Buffer erneut gelesen wird, dann kann ich mit fflush den Lesezeiger zurücksetzen. Wir lesen also wieder vom Beginn des Buffers. Beim Schreiben ist es insbesondere erforderlich, wenn wir Logdateien anlegen, dass die auch wirklich geschrieben werden. Es wird ansonsten erst geschrieben, wenn der Buffer voll ist. Und wenn Sie einen 4K großen Buffer haben, dann können Sie einige Zeilen erst im Speicher halten. Sie wundern sich dann beim Debuggen vielleicht, warum keine Ausgabe erfolgt ist. Ganz einfach, weil der Buffer nicht voll war. Wir können eine Ausgabe erzwingen, indem wir Dateien, die zum Schreiben geöffnet sind, mit fflush synchronisieren. Das bremst natürlich die Geschwindigkeit eines Prozesses aus, sorgt aber dafür, dass die Inhalte der Datei nicht gecached sind. Das heißt, bei einem Absturz des Programms sind die Inhalte tatsächlich schon auf Platte geschrieben. Noch kurz zur Wiederholung fgets. Wir haben bis jetzt ja immer Standard-In als Datei übergeben. Hier noch das Beispiel fgets. Wir lesen in einen Buffer ein, wir übergeben die Größe des Buffers. Und in der Regel wird eben das Backslash n mit eingelesen, es sei denn, die Zeile ist größer als das, was in Buffer, also in Line hier, gespeichert werden kann. Und analog dazu die Funktion fputs. Sie schreibt eine Zeile in eine Datei. Sie gibt selber keinen Zeilenumbruch aus. Das heißt, wenn ich eine Zeile mit Zeilenumbruch eingelesen habe und sie mit fputs wieder ausgebe, dann wird sie genau so ausgegeben, wie sie eingelesen wurde. Und hier noch die Anmerkung fputs. Schreibt bis zur Nullterminierung. Wir können also theoretisch in eine Textdatei kein Nullzeichen ablegen. Das Nullzeichen könnten wir höchstens mit fputCharacter ablegen, aber eine Textdatei enthält in der Regel keine Terminierung, also kein Nullzeichen. Das heißt, die Strings in C werden ganz normal in Zeileninformationen in den Dateien abgelegt. Ja, wir schauen uns zum Abschluss noch kurz ein Beispiel an. Nehmen wir jetzt mal ganz einfach ein Beispiel aus der Virtual-C IDE. Gibt es das Beispiel file.c. Das möchte ich jetzt modifizieren. Ich speichere das jetzt einfach mal unter file.c im Standardordner. Die Idee bei dem Beispiel ist ganz einfach. Es ist nicht so einfach, auf jedem Rechner eine Datei zu finden. Das heißt, es wäre jetzt Blödsinn, eine readme.txt öffnen zu wollen, wenn die nicht existiert. Die Datei file.c existiert natürlich. Das heißt, wenn ich das Programm starte aus dem Verzeichnis, wo die Datei liegt, dann ist natürlich diese Datei auch standardmäßig vorhanden. Wir können also erstmal das Programm am besten in Zeitlupe ausführen. Es öffnet die Datei und jetzt wird hier, solange die Datei nicht zu Ende ist, einfach das Zeichen ausgelesen und auf Standard Out mit Putschar ausgegeben. Also wir können jetzt sehen, das war natürlich erfolgreich und wir machen das Ganze zeichenweise. Was ich jetzt mit Ihnen machen möchte, ich möchte es abändern. Die zeichenweise Ausgabe und das zeichenweise Einlesen ist sehr ineffizient. Das heißt, ich möchte jetzt mit Ihnen mal die Datei zeilenweise einlesen. Wir bauen also das Beispiel einfach mal um. Dazu legen wir uns einen Buffer an.
mache den mal 1024 groß und ich initialisiere jetzt den Buffer. Das ist jetzt auch relativ ineffizient, es in der Schleife zu tun, aber zum Debuggen hilft das natürlich ungemein. Wir lesen mit fgets ein in dem Buffer die Größe des Buffers, also nicht 1024 hier schreiben, sondern size of verwenden, dann kann ich den Buffer auch verändern. Und wir lesen aus der Datei f. Wir machen das Ganze mit fputs für die Ausgabe. Wir geben Buffer aus und das Ganze auf Standard Out. Wir können jetzt das Programm nochmal starten. Wir legen jetzt die zeilenweise Ausgabe. Er liest immer eine Zeile aus, gibt eine Zeile aus. Wir sehen quasi hier jetzt auch beim Debuggen, ich mache mal die Zeitlupe wieder raus, sehen jetzt beim Debuggen, wir lesen eine Zeile in Buffer ein, das heißt, unser Include wird eingelesen, wir geben es aus und wiederholen das Ganze zeilenweise. Was ich jetzt kurz mit Ihnen machen möchte, das Ganze mal kopieren, das heißt, wir haben eine Datei, file.c, und ich mache eine Datei out und gebe einfach in fileout.c aus. Diese öffnen wir zum Schreiben. Wir prüfen jetzt einmal, ob das F erfolgreich geöffnet wurde. Wir prüfen ein zweites Mal jetzt natürlich, ob das out auch erfolgreich geöffnet wurde. Wenn das out auch erfolgreich geöffnet wurde, dann schreiben wir jetzt mit fputs nicht in Standard Out, sondern die Datei Out. Wenn wir fertig geschrieben haben, müssen wir die Datei schließen. Wir machen fclose out. Danach unser fclose f. Wir können jetzt hier noch, damit das Programm schöner wird, eine Ausgabe machen, eben einen Fehler. fprintf auf Standard R. Kann nicht auf fileout.c schreiben. Und wenn wir natürlich das F auch schon gar nicht öffnen konnten, dann sagen wir hier, kann nicht file.c lesen. Und von der Logik ist es natürlich jetzt unsinnig, dass wir unser Fileout hier oben schon öffnen. Das heißt, wir sollten das natürlich erst versuchen zu öffnen, wenn wir das F erfolgreich öffnen konnten. Ansonsten hätten wir die Gefahr, dass wir das Out eben nicht richtig schließen, wenn wir das F nicht öffnen können. Schauen wir mal, was hier passiert. Ich gehe jetzt mal schrittweise einfach durch. Wir schauen uns den Stack an. Das heißt, unser F ist nicht definiert. Wir öffnen die Datei. Wir kriegen hier Erfolg. Wir kriegen einen korrekten Pointer zurück. Wir versuchen die Datei fileout.c zu öffnen. Auch das ist erfolgreich. Die Datei wurde geschrieben. Und wir können jetzt sehen, die Datei wurde angelegt, ist 0 Bytes groß. Es war erfolgreich. Das heißt, solange das Dateiende von f nicht gefunden wird, lesen wir in unseren Buffer ein, holen das Ganze mit fgets aus der Datei heraus. Wir sehen wieder unser Include, also die erste Zeile. Wir schreiben sie in die Datei out und das Ganze läuft quasi wie bisher ab. Wir können das Programm durchlaufen. Es war erfolgreich. So, wir sehen, da wurde jetzt was reingeschrieben, 439 Bytes. Wir können das nochmal ausgeben mit Cut. Wir können quasi den Inhalt unserer Datei fileout.c. Soweit erstmal das Beispiel für Dateien. Wir schauen uns in der nächsten Vorlesung noch die Binärdateien an und nochmal ein ausführlicheres Beispiel zum Arbeiten mit Dateien. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wenn Sie Fragen haben, natürlich gerne im Forum.